Und damit ein herzliches Willkommen zu Pokémon Weed Green oder auch besser gesagt die fünfte, ist das die fünfte? Ja, das ist die fünfte Episode. Heute mal etwas entspannter an den Tag gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Ich habe ein Chilllock Level 20. Ich habe kein anderes Pokémon. Das ist unglaublich kacke, ist das. Ja. So. Was machen wir nun? Ach ja, wir wollten so einen Fotzenstall. Also, Entschuldigung. Entschuldigung, da ist mir jetzt was rausgerutscht. Genau das wollten wir fangen. Aber doch nicht auf Level 7. Das gibt es auch auf Level 9, soweit ich weiß. Ich habe gar keinen Bock. Einfach mal absolut gar keinen Bock, das so lange zu trainieren. Das ist völlig unnötig. Fast so unnötig wie das Zubat. Aber es ist einfach richtig unnötig, das Zubat. Deswegen, nee, lassen wir das, lassen wir das. Wir hopsen mal hier geschwind weiter. Kleinstein. Oh. Level 8. Gibt's ja auch nicht. Will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will Level 20 haben. Nee, 20. 20 kann ich gar nicht fangen. Ach, Gott, bin ich fertig, ey. Level 9er. Genau wie das Zubat hier eigentlich. Gar keinen Bock drauf. Ich hätte auch überlegt, ob ich mal zurückgehe. Oh, ich wollte eigentlich die olle Kuh hier. Also ein Parasect ist eigentlich schon was Feines, oder? Das haben wir ein Käfer-Pokémon. Ich habe noch nie einen Paras gefangen. Ey, wir fangen einfach mal einen Paras. Das ist natürlich super gelaufen jetzt. Dieser Hurensohn hat mich auch noch paralysiert. Nehmen wir doch einfach mal. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, ein Pokéball wäre ganz gut zum Fangen, ne? Ihr merkt vielleicht schon, ich habe nicht das Intro, ich würde sagen, den Einleitungsspruch bewusst gewählt. Was weiteres sage ich dazu nichts. Ich denke, jeder kann sich da was denken. Ich habe jetzt gar nicht den Text durchgelesen. Das will ich aber nochmal nachholen, ey. Wie nenne ich den? Ich nenne ihn. Ah, das ist ein guter Name. Wegen Pilz nenne ich ihn Masch, also von Mushroom. Und ich nenne ihn einfach nur Masch. Das ist eigentlich ganz cool. Es ist so ein Magic Masch. Scheiße, ich hätte es Magic Masch nennen. Oh, so ein Hurensohn, ey. Ja. Da bin ich dir vor den Weg gelaufen, na. Ich stelle mir gerade so vor, ihr geht in so eine Höhle, in so einem scheiß verschissenen Mondberg und da ist einfach eine von diesen Diskotheken-Schlampen, die gerade mal 16 sind und einfach mit Minirock reingehen und vom Testosteron gefüllten Türsteher einfach reingelassen werden. Und so eine steht einfach in so einem verschissenen Mondberg, meine Leute, das müsst ihr euch mal geben. Flosse ist noch paralysiert. Haben wir denn sowas wie einen Paraheiler? Ja, das haben wir. Das ist auch schön. Werden wir vielleicht auch ganz gut gebrauchen können für den dritten Orden. Für den zweiten Orden glaube ich eher nicht. Das ist jetzt natürlich ziemlich scheiße. Mein behindertes Masch ist einfach schon weg. Also halb weg da. Gefickt von Flosse, kann ich nicht mehr wirklich einsetzen für den Kampf jetzt für die Höhle. Aber der Paralyser ist immerhin weg. Der Paralyser, die Paralyse ist immerhin weg. Ja, so was Knofenser auch noch. Ja, meinetwegen, mach doch. Da fällt mir eigentlich, hätte Paras rausschicken können, um es zu trainieren. Aber da wir hier ein Pflanzen-Pokémon haben, möchte ich das bei Shilock nicht riskieren. Lieber gleich mit einem Gnaden bis tot und besiegt ist die Göre im Minirock im Mondberg. Ich frag mich, was die hier macht, ey. Lohnt sich hier doch gar nicht, hier kommt doch keiner hin.
Ich will eigentlich Level 9, sag mal. Könnt ihr das nicht begreifen? Ich finde das richtig schlimm. Ich gucke gerade auf die verschissene Zeit und es sind einfach schon 5,5 Minuten für diese Episode rum. Das kann. Ah, da will ich da jetzt rein? Ja, da will ich da rein. Nein, da will ich nicht rein. Ich möchte jetzt den hier ansprechen. Die Zeit, die vergeht im Fluge. Ne? Leute, lasst euch das mal gesagt sein. Ja, Ratzfratz, so, was machen wir da? Das ist ein Normal-Pokémon, ne? Kloppen wir da einfach mal mit einer Aquaknarre rauf. Mal sehen, ob das Ding hält. Nö. Ja, super. So muss das laufen, Leute. Ja, was wechselt der jetzt ein? Ich habe gar nicht gelesen, Mann. So eine Scheiße. Noch ein Ratzfratz. Ist wieder einer von den Spaßköppen, die sich 20 Mal das gleiche Pokémon auf dem gleichen Level fangen und denken, da können sie vielleicht mit durchkommen. Aber das Sprichwort Kleinvieh macht auch Mist zählt wohl nicht bei Pokémon-Kämpfen, wie ihr seht. Das ist okay, jetzt setzt dann zu weit ein. So, vielleicht noch mal was anderes, aber ja, Level 10 ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Auch wenn es das ausgehalten hat, das erstaunt mich gerade. Es hätte tot sein müssen. Entschuldigt das. Ich bin etwas erkältet noch. Gaston. Nö, ist schon wieder verloren. Ja, verdient. Verpiss dich. Boah, wie viele wilde Pokémon hier einfach kommen. Ich komme hier gar nicht dazu hier, ne? Ich mache hier mal. Das ist ja langweilig für euch. Das geht ja gar nicht. Mondstein habe ich jetzt gefunden, ne? Nein. Ja, genau von denen möchte ich angesprochen werden. Das ist nämlich eine schöne Erfahrungsquelle. Können wir hier auch gleich mal nutzen, um Mush oder Magic Mush zu trainieren. Ihr kennt das Prinzip ohne EP-Teiler. Es ist total gay, wie ich finde. Das habe ich ja schon mal in einem Video erzählt. Ich meine, manche sagen ja, die neuen EP-Teiler von X und Y, die sind so ein bisschen gay, sagen viele, weil alle EP-Punkte bekommen im Team und so. Das ist für die Leute, die Noobs sind. Ich finde es gar nicht für Leute, die Noobs sind. Ich finde es einfach logisch vom Spiel her. Weil dieses ständige Ausgewechsel, das hat nichts mit Pro-Gamer sein zu tun. Das ist einfach nur absolut schwul und senkt den Spielspaß um einfach, ja, das Zehnfache ungefähr. Um mich jetzt mal ein bisschen zurückzuhalten. Ne? Ich würde ja normalerweise jetzt ausrasten, wie ihr mich kennt, aber gerade bin ich da überhaupt nicht in Stimmung zu. So ein behindertes Paras hier nochmal. Nee, das wollen wir nicht. Da kann man hoch. Was gibt's denn hier? Ein Pokéball. Ein Beleber ist natürlich sehr geil. Wir haben ein Paras. Wenn unsere Schillerlocke kaputt geht, können wir Paras opfern, Schillerlock wiederbeleben. Und bums ist das Ding gerettet. Das ist quasi sehr wichtig hier eigentlich in dieser Höhle. Je nachdem, ob man. Oh, scheiße. Da bin ich zu weit gerannt, aber das war gut, weil, ne? Jetzt habe ich aber Angst, dieses Scheißviech zu besiegen. Deswegen klatsche ich da, weil wir unendlich viele Pokébälle haben. Nein, nicht unendlich viel, aber 9. Das ist quasi unendlich. Klatsche ich da einfach mal ein Pokéball raus und wir sind gespannt. Ja, hat ja trotzdem geklappt. Läuft bei uns, würde ich sagen. Wurde ein Eintrag. Den lese ich mir ja durch. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aus. Ja. Geile Beschreibung. Okay, ich mache jetzt mal was richtig Trockenes einfach. Ich stehe einfach darauf. Trockene Sachen zu machen, wenn ich einfach voll fertig bin, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Das ist einfach der trockenste, glaube ich, den man bei dem Pokémon bringen kann. Und was ich unbedingt noch machen will. Was ist das denn? Numerisch, Mann, meine Fresse. Ich will von diesem behinderten Paras das ansehen. Das habe ich mir doch gefangen. Oh, dieses Klicken, ne? Richtig, richtigen
keine Ahnung, richtigen Pilz im Kopf, wenn ich das sehe hier. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf dem Rücken nutzen es als. Ah. Das heißt, Paras benutzt gar nicht, oder diese Pilze gehören gar nicht Paras, sondern das ist ein Pilzbefall. Richtiges Opfer-Pokémon, Alter. Stell dir mal vor. Ah, oh, ist das scheiße. Und dann noch Pflanzekäfer. Ich glaube, nur Käfer wäre besser gewesen, oder? Weil jetzt ist durch Feuer doch richtig zappenduster, oder? Vierfacher Dingens. Na, Einstein. Ich hätte es echt Magic Mush nennen können. Das können wir uns ja mal auf die To-Do-Liste schreiben, so nach dem Motto, wenn wir beim Namen Vergeber sind. Nennen wir das vielleicht in Magic Mush um. Das finde ich noch ein bisschen besser als Mush. Aber ist eigentlich eine ganz nice Geschichte. Wir sind jetzt hier und müssen hier weiterlaufen. Die 10 Minuten sind allerdings jetzt überschritten und deswegen würde ich einen Cut machen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr auch so chillig drauf wart, ich gebe euch einen Tipp. Macht euch einen an, ey, und guckt die Folge nochmal. Das geht richtig ab. Daumen nach oben. Ihr hört die Zubat schon schreien, die haben schon Bock auf die nächste Episode, ne? Und da würde ich sagen, man sieht sich bei der nächsten Episode. Und da die gleich aufgenommen wird, ja, ist das Feeling nicht gerade anders. Also bis dann. Ciao.